langsam mit 3 Punkten Vorsprung ist Katharina Kretschmer! 12 Finalistinnen, die sich im Vorfeld bei den Castings qualifiziert hatten, verzauberten die rund 150 Gäste mit ihrer Schönheit sowie ihrem Können auf der Bühne. In insgesamt 3 Runden mussten sich die Mädchen um den Titel der Miss Niederösterreich matchen. Des Limando-Chef Chris Steiner führte charmant und humorvoll durch den Abend. Wenn ich das vergleiche mit dem ersten Jahr und jetzt, dann hat sich das schon sehr, sehr verändert. Also jetzt habe ich ein Team für jeden Bereich, für den Laufsteg, fürs Interviewtraining. Aber es macht natürlich Freude, mit so engagierten, jungen und hübschen Damen zusammenzuarbeiten. Die Stimmung im Publikum war ja sensationell. Ja, deswegen. Ich glaube, das ist einfach, weil wir wirklich viel Zeit mit den Mädels zusammen verbringen. Die machen ihre Community bereit und die sind super, die unterstützen die Mädels wirklich toll. Also ich habe mir erwartet, dass sie etwas schüchterner sind vielleicht, aber das haben sie, wenn sie es überspielt haben, sehr gut gemacht. Aber ich glaube, die meisten von ihnen sind sehr selbstsicher. Die hochkarätige Jury kürte schließlich Katharina Katzmann zur neuen Miss Niederösterreich 2018. Katharina Katzmann aus Oberrußbach ist 18 Jahre jung, hat die perfekten Modelmaße, blondes Haar und bringt alle Eigenschaften mit, die man bei der Miss Austria-Wahl braucht. Ich freue mich extrem, dass mein Uropa da war, der schon 90 Jahre alt ist. Mein Papa ist auch extra, weil der arbeitet in Kroatien, der ist auch extra heute heimgefahren. Und meine ganzen Freunde, Familie, alle dabei. Ohne meine Familie hätte es heute, glaube ich, gar keinen Spaß gemacht. Vize-Miss Niederösterreich wurde die talentierte Tänzerin Nicole Ettlinger. Ehrlich gesagt bin ich sehr glücklich über Platz 2, weil ich wollte unbedingt wenigstens in die Top 2, damit ich die Chance habe, zur Miss Austria zu fahren. Das freut mich wirklich unglaublich, dass ich die Ehre jetzt habe. Und ich finde es natürlich schade für die Isabel, weil ich mag sie sehr, sehr gerne und ich dachte auch, dass es sehr knapp werden wird. Aber ich bin sehr glücklich. Und auf dem 3. Platz schaffte es die schöne Isabel Jedinek. Ein bisschen traurig? Nein, ich bin nicht traurig. Es muss immer einen 3. Platz geben. Sicher hätte ich mal lieber gewünscht, ich wäre 2. oder 1. Aber ich bin auch mit 3. Platz glücklich. Sie haben ja auch ziemlich lautstarke Fans mitgehabt. Ja, für mich sind fast die ganze Familie da. Ur viele Bekannte, meine Freunde. Ich bin so dankbar, dass sie gekommen sind. Wirklich. Nicht selbstverständlich, ich fahre fast 2 Stunden her und ich bin wirklich froh, dass ich da bin und dass Sie auch mich unterstützen, dass Sie mich so unterstützen. Sie sind auf alle Fälle eine strahlende Niederösterreicherin und werden weiter an Ihrer Karriere arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht mache ich ja nächstes Jahr nochmal was. Schauen wir mal. Auf die Miss Niederösterreich und auf die Vize-Miss Niederösterreich wartet schon das große Miss Austria 2018 Finale.